Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat Juli. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das mit dem Essen und Trinken meine ich wirklich so, weil das ist eine Foodbox und da haben wir Lebensmittel drin. 10 bis 15 Produkte sind hier drin enthalten. Man zahlt 15,99 € pro Box und pro Monat. Man kann die Box nämlich abonnieren und wenn ihr den Code Claudi verwendet, bekommt ihr die erste Box für 9,99 € und ich bin sehr gespannt. Wir werden hier sehr viele Getränke drin haben. Ja, das hört sich so an, es fühlt sich auch so schwer an und ich darf auch wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne dort mal vorbei und mit der Degusta-Box arbeite ich ja schon seit Ewigkeiten zusammen. Ne? Also ich habe vor 6 Jahren mit YouTube angefangen, habe dann auch relativ schnell die Degusta-Box selber abonniert und habe die nämlich damals gesehen bei der lieben Nina. Also mittlerweile heißt ihr Kanal ja auch nur noch Nina. Damals war es Ninas Kosmetik und da hat sie die damals vorgestellt. Ich war direkt schockverliebt und ja, irgendwann kam es dann so, dass Degusta-Box mir angeboten hat, dass wir zusammenarbeiten können und ja, ne? Seitdem darf ich auch jedes Mal euch einen Code nennen und eine Box verlosen. Ich würde sie euch aber so oder so immer vorstellen, weil ich die sehr, sehr gut finde. Man bekommt hier nämlich einfach auch einen guten Einblick in die aktuelle Supermarktsituation. Also es sind neue Produkte hier drin enthalten, aber wir haben hier auch manchmal so ein paar Produkte, die so OGs sind, ne? Also keine Ahnung. Milch, Mehl, keine Ahnung, sowas halt, ne? Aber an dem man vielleicht sonst so vorbeilaufen würde, ne? Genau, so, wir haben ja auch immer wieder so ein bisschen Werbung drin. So finanziert sich ja auch einfach die Box, ne? Dass man da auch, ja, einfach ein bisschen durch Werbung... wie geil wäre das, wenn wir Kesselchips hier drin hätten? Okay, vielleicht auch ein Whisky und Mayo. Das sind auf jeden Fall gute Produkte. Dann gibt es ja auch noch die Werbung zur Degusta-Box Cold. Das ist die gekühlte Variante von der Degusta-Box. Ich weiß noch, ursprünglich hatten wir wirklich nur diesen Zettel, diesen Flyer drin. Ja, mittlerweile wird halt alles teurer und damit die Boxen halt nicht teurer werden, sehen die halt zu, dass die sich auch Werbepartner zu holen, ne? Genau, die Juli-Box haben wir unter dem Motto Gartenparty. Das Motto haben wir relativ häufig, aber das finde ich jetzt so nicht schlimm, weil das ist eigentlich auch ein sehr passendes Motto für den Sommer. Und wir starten auch tatsächlich mit Kesselchips. Ich weiß nicht, ob mein Freund die mag. Ich werde sie mögen. Sweet and Roasted Onion Style. Das ist hiermit richtig cool mit Zwiebeln geröstet. Dann wird das auch so ein bisschen süßlich schmecken. Das sieht man allein schon hier, ne? Also da habe ich richtig, richtig, richtig Hunger drauf. Extra Cross-Gold-Gelb geröstet. Oh, von Fanny Frisch. Ich glaube, die werde ich mir heute Abend essen. Wobei, wir haben es jetzt 11 Uhr abends, bis ich geduscht habe, bis ich fertig mit Tränen bin. Das dauert noch ein Weilchen. Wir haben hier auch was drin von Just Spices. Da habe ich ja auch den Code JustClaudi. Da könnt ihr entweder die jeweilig aktuelle Rabattaktion nutzen oder ihr bekommt einen Bratkartoffelgewürz on top. Schaut doch gerne einfach mal oder denkt dran, wenn ihr das nächste Mal da bestellt. Die haben nämlich richtig coole Gewürzmischungen. Jetzt aktuell verwende ich auch sehr intensiv das Eye-Topping zum Beispiel. Aber auch so der Gemüse-Allrounder ist richtig nice. Und hier haben wir ein Bagel-Topping. Das erinnert mich persönlich daran, dass mein Freund und ich damals so häufig Bagel uns gegessen haben und jetzt Ewigkeiten nicht mehr. Und ich glaube, wir sollten es mal wieder tun. Mit Sesam, Mohn, Zwiebeln, Meersalz, Knoblauchflocken und Toast-Knoblauch, auch sehr interessant. Ich finde die Gewürzmischung von Just Spices oder halt auch die Solo-Gewürze sehr, sehr nice. Also die sind nicht günstig, aber sie sind einfach ihr Geld auch wert. Und ja, da ist auch richtig viel immer drin. Also du kannst da gut was von verwenden. Gut, wenn du so ein Bratkartoffelgewürz hast, deswegen habe ich das auch als Goodie mal zu den Bestellungen mit dazu genommen. Das hast du relativ schnell aufgebraucht, weil das kannst du ja so gut zweckentfremden, auch, also nicht nur für Bratkartoffeln, sondern auch für Pommes und für Hähnchen und so. Naja, egal. So, sehr viel ist hier auch so in Luftpolsterfolie eingepackt. Das heißt, wir haben hier auch viele Glasverpackungen. Ich mache jetzt aber erstmal hier ein bisschen Platz in der Box. Das heißt, dann nehme ich erstmal das Große raus. Da habe ich die... Limo Zero Zitrone von Granini, das ist diese hier. Das würde ich jetzt gerne einfach mal testen, auch wenn das wahrscheinlich jetzt auf Zimmertemperatur ist. Ich habe da schon Bock drauf. Was sagt ihr zu diesen Deckeln, dass sie da noch so dran sind? Rettet das unseren Planeten oder nervt uns das nur? Ich weiß es nämlich nicht so wirklich. Ich sag mal Prost. Ja, man schmeckt schon so ein bisschen, dass da kein wirklicher Zucker drin ist, sondern so ein bisschen eher Süßstoff, ne? Ja,
Also super lecker ist das jetzt so nicht ganz so derbe. Aber es ist durstlöschend. Man kann es auf jeden Fall trinken. Aber ich feiere das jetzt ehrlich gesagt nicht so intensiv. Süße aus pflanzlichem Ursprung ist auch nett, ne? Kann man definitiv machen. Ja, unser Ketchup läuft auch bald ab, das stimmt. Ich liebe es. Was ist das denn? Nein, Moment. Also, es ist Tomatenketchup Gewürzgurkengeschmack. Nein. Hä? Also ist das quasi wie Ketchup und dann sind da noch irgendwelche Gewürzgurken drin. Ja, ist okay. Ich will es probieren. Komm. Also so jung kommen wir jetzt nicht nochmal zusammen. Das finde ich abgefahren. Also Tomatenketchup mit... Also ich habe ja schon viel gehabt. Ich bin ehrlich, ne? Ich hatte Curryketchup. Ich hatte scharfen Ketchup. Ich hatte alles Mögliche. Ich nehme jetzt hier den Deckel und leck den ab. Also die Gewürzgurke, die kommt gut, ne? Das schmeckt wirklich, als würde man sich, das ist crazy, als würde man sich beim Fastfood-Restaurant unseres Vertrauens, das Restaurant zum Golden M zum Beispiel, so einen Cheeseburger bestellen. Und da hat man doch immer diesen ganz typischen Gewürzgurkengeschmack. Möglicherweise verwenden die diesen Ketchup, ich weiß es nicht. Das ist total crazy, Leute. Also solltet ihr die Box nicht haben oder noch nicht abonniert haben, ist das auf jeden Fall mal eine Geschmacksreise wert. Das ist total crazy. Ich kann mir nicht vorstellen, das als Ketchup zu verwenden, zum Beispiel für meine Pommes. Ich glaube, das ist mir zu viel. Ich werde es sicherlich probieren, weil so bin ich halt, ne? Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist, dass ich mir den über meine Nudeln gebe, weil das mache ich sehr häufig mit Ketchup. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass wenn ich mir so Sandwiches mache, dass ich das verwende, weil ich mache mir gerne halt so ein Sandwich und dann mache ich da halt auch Gewürzgurken noch zusätzlich mit drauf. Brauche ich nicht, habe ich jetzt Herzgeschmack damit drin. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Keine Ahnung, wie ich das finde. Muss ich noch tief in mich gehen. Dann haben wir von Oritza Milchreis. Ja, das ist 400 Gramm sind hier drin. Das ist ein Basic-Produkt und das ist sehr, sehr wahrscheinlich auch in dieser Box, einfach weil das antisaisonal ist. Ne? Also Milchreis ist jetzt nicht so unbedingt das, was man jetzt aktuell so viel kauft. Dementsprechend kam die Gusterbox da wahrscheinlich relativ günstig ran, um das dann auch mit in die Box zu geben. Finde ich aber nicht schlimm, denn solche Produkte sind ja auch ewig und 3 Tage haltbar. Wo steht das denn hier? Also die MADs, die hier drauf sind, sind meistens halt auch noch sehr, sehr weit in der Zukunft. Ne? Also da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, 4.4.27, weißt du Bescheid. Ne? Also das wird noch ein paar Winter sehen, beziehungsweise eher weniger sehen, weil aufgegessen. Aber das ist ein gutes Produkt, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass das hier mit drin ist. Dann haben wir noch ein bisschen, was nicht eingepackt ist, und zwar von Shear Crispy Flakes Vollmilch. Das finde ich toll. Ich mag die Schokolade von Shear nicht nur, weil ich die lecker finde, sondern auch wegen diesem sozialen Gedanken. Die haben ja auch Riegel, die haben Getränke und so. Und eigentlich immer, wenn ich im DM bin oder im Rossmann, nee, im DM habe ich das eigentlich nur drin, oder? Es ist auch im Rossmann. Also bei DM nehme ich das auf jeden Fall immer mit. Das ist es nämlich auch recht nah an der Kasse. Und ja, da nehme ich immer irgendwie ein Getränk oder halt auch ein Riegel oder so mal eben mit. Und das finde ich einfach schön. Ja, und hier einfach so mit Crispy Flakes, das finde ich immer ganz cool. Sowas kann man ganz gut essen. Vollmilch ist auch wirklich eine Variante, die bei uns auch gut gegessen wird. Also ich denke, die Schokolade wird mein Freund sich relativ schnell gönnen. Hier habe ich, das ist abgefahren, das werde ich mal probieren, von Ruf, ein Glücklichmacher, Smoothie Drink, Blaubeere, Banane. Das ist so crazy. So schaut das aus. Und das verwendest du mit eiskaltem Wasser, 300 Milliliter, verrührst es und kannst es direkt trinken. Dann wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen aufquellen, ne? Bis Januar 2025 ist es haltbar, ist jetzt aber perfekt für den Sommer geeignet. Gut, Vitamin B6 und B12 kann man machen. Koffein ist auch mit dabei. Das heißt, das würde ich jetzt eher weniger jetzt gerade abends trinken. Ja, okay, das waren jetzt die einzigen nicht eingepackten Sachen. Und jetzt ist hier super viel Eingepacktes. Ach, guck mal, da muss ich auch gar nicht den Ketchup für meine Nudeln nehmen, denn wir haben hier das Produkt des Monats. Pesto von Barilla in Rosso mit Aceto Balsamico. Das finde ich super. Ne? Das ist halt auch noch über ein Jahr haltbar. Da kann man sich wirklich züchtigen und loslassen. Und für mal eben schnell. Ne? Wie oft ist es einfach mal, dass man einfach keine Zeit hat, sich so ein fettes Menü zu kochen oder so. Und dann gibt es halt Nudeln mit Pesto, Nudeln mit Tomaten, Ketchup, Marmelade, was auch immer. Und ich mag das. Ich esse ja auch sogar Nudeln mit Apfelmus. Ja, jeder ist da so anders von seinem Geschmack. Schreibt ihr mir mal euer
Abgefahrenstes, was ihr so esst, in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Mayo, Knoblauch, das ist auch crazy. Auch sowas super für Sandwiches, ne? Neue Rezeptur, Glas statt Plastik. Ja, da stellen halt immer mehr drauf um, ne? Und da haben natürlich die Foodboxen-Hersteller oder Foodboxen-Anbieter etwas Probleme, weil die das dann etwas besser verpacken müssen mit dem ganzen Glas und so. Es ist echt so eine Sache, auch das noch bis Februar nächsten Jahres haltbar easy. Da hätte man noch alternativ eine andere Version drin haben können, und zwar das Original. Okay, hätte ich jetzt persönlich auch ziemlich gefeiert, weil man einfach... Oder wir brauchen immer wieder Mayo. Aber so eine Knoblauch-Mayo kann ja auch, glaube ich, mal ganz lecker sein. Kann ich ja auch mal probieren, oder? Ich habe jetzt hier zwar keinen Löffel, aber ich habe hier einen Strohhalm. Damit kann ich ja mal reindippen. Och, das hat was von Aioli. Das kann man auch als sehr nicht ganz so gesunder Dip nehmen. Finde ich lecker. Ist schon cool. Vielleicht dann noch so ein paar Gartenkräuter oder so mit bei für den Effekt. Würde ich feiern. Ah, oh, warte. Ich habe das Alternativprodukt, weil ich halt die Vorstellungsbox habe, habe ich halt auch noch mit da. Das ist natürlich cool für mich persönlich, ne? Also diejenigen, die halt quasi die Box regulär im Abo haben, haben dann eine Variante davon. Und zwar ist hier dann die ganz normale Originalgeschichte. Das ist dann halt für unsere Pommes ganz toll. Mein Freund isst auch super gerne Mayo mit seinen Pommes und hast du nicht gesehen. Also dementsprechend haben wir jetzt wieder ausgesorgt. Dann habe ich hier auch noch Johnny Walker Black Label. Das ist eine kleine Größe von einem Whisky. Ja, wir haben auch manchmal Alkohol hier drin. Wie viel haben wir denn hier drin enthalten? 50 ml, also 50 Milliliter sind das, ne? Genau, also damals, ja, haben wir es hart gefeiert. Oder hätte ich es hart gefeiert. Da haben wir auch gerne mal so ein Cola Whisky uns getrunken oder so. Und das dann schön on the rocks. Und oh, aber halt mit nicht auflösbaren Eiswürfeln, damit der Whisky nicht verwässert. Und gerade diesen Johnny Walker Black Label, den mochten wir schon ganz gerne, ne? Das ist ja auch eigentlich eine, finde ich interessant, dass er drin ist. Das ist eigentlich eher eine relativ hochwertige Variante von Whisky, ne? Also es gibt natürlich noch welche, die sind, du kannst dich da züchtigen und loslassen, aber das ist tatsächlich eine von den Sorten, die man so im normalen Supermarkt mal eben so kaufen kann und die aber doch etwas höherwertig und höherpreisig sind. Also finde ich schön. Oh, das ist auch cool. Aceto Balsamico, das ist Balsamico-Essig von Bertolli. Das ist so ein schönes Basic-Produkt. Also ganz ehrlich, das, was ich hier alles schön so rausziehe hier, ne? Das sind richtig geile Sachen bislang. Kann ich mich nicht beschweren. Wirklich. Sowohl abgefahren als auch schön basic. Man hätte auch noch ein anderes Öl drin haben können. Das Balsamico Bianco. Ich weiß nicht, ob ich das hier auch noch mit drin habe. Jo, Tatsache. Das finde ich ja nett von Degustabox, muss ich ehrlich sagen. Das war bislang halt auch nicht so. Hat mich letztes Mal nämlich auch ein bisschen verwirrt, ne? Dass die mir hier wirklich dann auch immer die komplett beiden Varianten so reinpacken. Finde ich nett. Also danke, Degustabox. Dann kann ich nämlich beides vorstellen. Fun Fact, wir haben uns gestern Weißweinessig gekauft. Den hätten wir jetzt hier nochmal da. Vor allem Bertolli ist ja auch wirklich eine schöne Marke, ne? Da kannst du dich echt nicht beschweren. Also da hätte man dann entweder den hier oder den hier. Ich kann beide gut verwenden. Also das für Salat und das auch für Salat. Also beides eigentlich ganz gut, ne? Cool. Nicht schlecht, Herr Specht. So, jetzt kommt noch ein bisschen Stoff ins Spiel. Und zwar habe ich hier ein Bier. Ich meine... Nee, das ist nicht das Bier. Ich hatte letztens nämlich mal einfach... Wenn man einen blöden Tag hat, das soll man nicht machen. Das ist halt auch irgendwie, ne? Aber manchmal hat man das einfach und dann nimmt man sich irgendwas, was im Kühlschrank schön gekühlt ist, raus. Und dann setzt man sich auf die Terrasse und lässt einfach mal den Tag Tag sein. Und hier haben wir Refreshing Beer Blanc with a Hint of Citrus von Kronenburg. 1664. Das ist dann wahrscheinlich einfach so ein helles Bier mit Zitrusgeschmack. Also wie so eine Art Radler. Keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal tippen, ne? Ja, ist auf jeden Fall mit Alkohol und ja, noch bis nächstes Jahr März haltbar. Genau. 5% sind hier drin. Halleluja, du. Ja. Und dann habe ich hier das letzte Produkt schon
in meinen Händen und wirklich sehr viele Glasflaschen, sehr viele Getränke, ne? Schweppes White Peach finde ich persönlich auch ganz lecker, kann man definitiv trinken, vor allem gekühlt ist es relativ lecker. Diese Schweppes Getränke sind immer ein bisschen herber, ne? Das muss man halt mögen, aber gerade wenn ich hier oben bin und drehe und so, mag ich das ganz gerne, hier einfach mal ein Getränk zu haben, wo man dann auch einfach mal seinen Durst löschen kann. Und ja, jetzt habe ich euch einmal die komplette Box vorgestellt. Man hätte theoretisch noch Pinienkerne in der Box finden können von Farmer Snack. Die habe ich jetzt hier nicht mit dabei. Keine Ahnung, also vielleicht eben, weil ich die nicht mit drin habe, habe ich andere Sachen doppelt dann bekommen. Das weiß ich gerade einfach nicht. Nö, also haben sie sich vielleicht auch einfach mal vertan. Auch das kommt vor. Genau, hier unten sieht man das dann, ne? Also das wäre auch noch ein Produkt gewesen, was man eigentlich in der Box drin gehabt hätte. Ich habe es jetzt nicht, dafür habe ich zum Beispiel ja dieses Aceto Balsamico doppelt und auch das Mayo-Gedönsen. Finde ich in Ordnung, also da komme ich auf jeden Fall mit klar. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Box so fandet. Und ja, genau, ich habe ja auch ein paar Fragen gestellt. Vielleicht möchtet ihr die auch beantworten. Könnt ihr gerne machen. Und wie gesagt, mit Claudi könnt ihr da auch noch ein bisschen was sparen. Das sind 6 Euro für die erste Box, was ich immer ganz nice finde. Und ja, bald kommt auch schon der Adventskalender raus. Ich würde tippen, dass wir so im September so einen Einleger in unserer Box haben, wo da ein bisschen was zu steht. Vielleicht kommt da was. Als Abonnent hat man dann nämlich meistens auch noch die Möglichkeit, das Ganze etwas günstiger zu bekommen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt auf jeden Fall Spaß für 10, denn ich habe richtig coole Produkte in meiner Box drin gehabt. Richtig brauchbare Produkte, wo ich echt Bock drauf habe. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.